Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. Wir sind auf dem Heimweg. Oh, du willst was trinken? Das ist jetzt vielleicht nicht gerade der ganz ideale Zeitpunkt dafür. Wir haben da ein paar Banditen, die eine kleine Lehrstunde brauchen. Ja, ja. Den hätten wir. Bleibst du stehen? Ich hasse das, wenn die so laufen. Da tue ich mich immer schwer, die zu treffen. So, ich muss gerade mal gucken, ob ich was zu trinken dabei habe. Bärenwein. Nein. Ein Topf, aber nicht der, den ich mäht. Rührei mit Pilzen, das gibt halt nur Nahrung. Ein Bier. Nein, auch nicht. Hast du was zu trinken dabei? Eine Metflasche und eine Weinflasche. Ups, Zwiebeln nehmen wir natürlich auch mit. Ist auch nicht so das, was ich mir wünschen würde. Hast du auch noch einen Eisenbolzen? Ne. Äpfel, die können wir essen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Wir geben zumindest ein bisschen Wasser. Dass die junge Dame wieder ein bisschen zufriedener ist. Ist er der Einzige? Waren die nur zu dritt? Sieht so aus. Hat ihn doch nur am Ohr gestreift. Okay, der wäre mit Kupferspeer unterwegs gewesen. Was haben wir hier? Trank des schnellen Heils. Nehmen wir immer gerne. Metflasche. Nochmal Äpfel. Auch nicht verkehrt. So, das war's schon, ne? Oh, ich bin ein bisschen überladen. Gewichtstrank. Oh, hatten wir sogar schon noch. Dann sind wir ein bisschen mehr überladen. Ja, wir trinken gleich was, aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Trinken dort einen Schluck. Nehmen wir frisches Brunnenwasser statt hier irgendwelches Bachwasser. So. Jetzt kann man gucken, wo muss ich den überhaupt hin? Da. Hier sind wir richtig. Da sind Rehe. Ist zumindest eine schöne Vollmondnacht, ne?
ist angenehm hell. Ja, ich weiß. Wir sind ja auf dem Heimweg. Dann kriegst du gleich was zu trinken. Entschuldigung, wollte ich nicht über einen Haufen reiten. So, da vorne können wir gleich rechts abbiegen. Ja, ist ja gut. Geht das schon auf die Gesundheit? Dabei ist doch der Durst noch nicht mal ganz am Ende. Oder ich trinke gleich frisches Wasser aus dem Lebensmittellager. Das könnte ich natürlich auch machen. Wäre auch eine Idee. Das wäre auch eine gute Idee, glaube ich. Jetzt liefern wir gerade den Stinker hier mal ab. Satteln den natürlich geschwind ab. So. Ja, ich arbeite ja dran. So, das können wir mal rüber tun. Das, den Bärenwein, die Eintöpfe brauche ich. Gebratenes Fleisch kann rüber. Fischfilet, Kohl, Käse, Met, das essen wir selber. Das Weizenbier kann rüber. Die Zwiebeln. Hopp. So, dann sind wir gewichtstechnisch schon mal besser dabei. Und ich muss was trinken. Eimer mit Wasser. Wo haben wir denn? So, Eimer mit Wasser. Nein, ich wollte ihn doch nicht hier wieder rüber tun. Ich muss natürlich erstmal trinken. So. Und den Rest hier wieder rein. So. Passt. Dann packen wir gerade noch die übrigen Sachen ins Materiallager. Hi, Editha. Und dann können wir erstmal pennen gehen. Und dann liefern wir morgen mal die Sachen ab, die wir abliefern müssen. Bierflasche, Brennholz, Bretter, Holzfläschchen. So, wie viel... Oh, wir haben nicht mehr viele Bretter. Die Produktion muss ich auch anstoßen. Und... Holzbalken haben wir überhaupt keine. Brauchen wir so viel? Ich produziere doch eine ganze Menge. Gewinnung. Holzschuppen. Da können wir gleich mal noch einen ganzen Schwung mehr Holzstämme machen. Holzschuppen 2. Der kann jetzt auch noch Bretter machen. Weil die gehen uns auch aus. So. Waschen müssen wir uns. Ja, das machen wir. Kriegen wir hin. Gehen
Ja, nicht stinkend ins Bett, ne? Fangen wir gar nicht an. Ups, einmal reicht. So, gute Nacht. Einmal gute Nacht. Wir tragen immer noch zu viel. Guten Morgen, mein Lieber. Howdy. Was beschäftigt dich? Du willst rückwärts reden. Wie steht's um unser Königreich? Es fehlt Handwerksmaterial, ja. Oh, und wir haben einen Schneetag. Ja, vielleicht gehen wir heute mal zu Pferde. Jetzt hätte ich Depp natürlich den Sattel hier lassen können. Im Ding lassen können. Habe ich jetzt natürlich noch dabei. Aber egal, dann nehme ich hier mal nur die Hufeisen raus. Guten Morgen. Komm du mal mit. Hufeisen. Jawohl. Und aufgestanden. Hallo? So, jetzt müssen wir gerade noch zum Reittier wechseln und die Hufeisen ausrüsten. Perfekt. So, dann reiten wir mal zu Derwan. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Richtung Klonitzer. Nee. Achso, ist hier eigentlich der Verkaufsdude? Na, ist nicht hier. Doch, Klonitzer ist das hier, ne? Ja. Und vielleicht noch ein Stück Richtung Skauki reiten. Das wäre noch eine Idee. Jetzt geben wir aber erstmal die Sattel, genau. Erstmal die Sachen ab. Und dann sehen wir mal weiter. Handelsware ist ausgegangen. Moment. Was fehlt denn da? Für Rohstoffe. Holzteller. Nicht gut. Holzteller braucht man nämlich. Produktion. Macht jemand von euch Holzteller? Du nicht. Oder ihr nicht. Ihr macht zwei Stück. Machen wir hiervon mal weniger. Weil da haben wir noch über 300, habe ich gesehen. Machen wir hier mal mehr. So. Okay. Und dann sollte sich das Problem auch gleich lösen. Gar nichts gegessen, ne? Aber wir haben Rührei dabei, von dem her alles gut. So, im Winter kann man das bestimmt lutschen, weil tiefgefroren, aber macht ja nichts. Hauptsache, wir werden satt davon. Das ist das Wichtigste. Aber dann können wir jetzt mal mit Derwan reden und dann würde ich eben nochmal bei Klonitzer vorbei, bei Skauki vorbei. So die Richtung da mal gucken, ob irgendwo was unterwegs oder jemand unterwegs ist. Da bin ich ja mal gespannt. So.
So, da ist der Mann unterwegs. Hey. Hallo. Ich habe ein paar Sachen für das Eintopffest. Sehr gut. Und die Wölfe werden auch kein Problem mehr sein. So. Ach, ich muss noch die Samen abliefern. Ja, das machen wir aber später. Stimmt, die Quest hatten wir ja auch noch. Aber die ist bei uns oben. Die können wir auch später noch abliefern. Die Samen kann sie eh nicht anpflanzen im Moment. Reiten wir hier erst nach. Ich glaube, ich mache es andersrum. Wir reiten hier lang. Dann erst nach Skauki. Dann nehmen wir aber hier den Weg. Da können wir hier nämlich über die Brücke und kommen hier hinten mal noch rum. Ja, den Wagen haben wir ja geplündert. Gucken wir mal, ob wir hier noch wen oder was finden. Wölfe. Ist da hinten jemand? Ja, da ist jemand. Da ist hier sehr wohl jemand. Der hat Pfeil und Bogen, das ist aber fies. Da muss ich echt mal gucken, dass ich mich außerhalb dessen Bereiches aufhalte. Bleib mal stehen. Aber doch nicht gerade im Gebüsch. Nicht getroffen. So, den haben wir schon mal weg. Halleluja. Der war der gefährlichste von allen. Jetzt fliegen die Sachen auch nicht mehr so weit. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. So, wo sind die anderen Dudes? Bogenschützen sind echt immer richtig haarig. Aua. War jetzt natürlich ungeschickt, da in das Gebüsch zu laufen, ne? Aber ich hab's ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ich hab es nicht gesehen. So, und der gehört mir.
Und da hat er nicht mal was dabei. So, wo ist der andere Dude? Da liegt er. Gebratenes Fleisch. So, das waren die einzigen, ne? Da sind noch ein paar Sachen. Nochmal ein Heiltrank. Oh, Haferkorn. Da sagen wir nicht nein. Das ist leer. Die ist leer. Schade. Kann ich den mitnehmen? Nee. Nee, nee, nee. Kann ich nicht. Oh. Aber die. So. Dann würde ich sagen, essen wir jetzt gerade mal einen Happen, bevor ich das vergesse. Und einen Heiltrank könnten wir auch nehmen. Sehr gut. Dann haben wir die auch beseitigt. Ist die Gegend hier auch wieder sicherer. Dann schauen wir mal weiter, ne? Oh. Steinspitzhacke, Kupfererz. 75 Münzen. Und da ist noch ein Sack. Salzfleisch und 4 Steine. Okay, 4 Steine sind jetzt nicht so das Highlight. Da ist ein Bär. Sollen wir da noch hinreiten? Mal kurz gucken, ob da irgendwas ist. Nein, hier ist niemand. Können wir in Skauki vielleicht gerade noch das Kupfererz verkaufen, ne? Das brauche ich nämlich nicht. Das belastet uns nur. Das kann weg. Ja, hier nach jemandem suchen brauche ich auch nicht. Wir haben aktuell noch kein neues Haus. So, hier beim Schmied können wir gerade mal vorbeigucken. Ups. Yep. Ja, zeig mir mal deine Waren. So. Das Kupfererz kann ich dir verkaufen, die Steine. Was haben wir noch? Salzfleisch. Mag bei uns keiner. Behaupte ich mal. Sonst. Ach doch, ich habe doch hier irgendwie eine kleine Gürteltasche, ne? Genau. Die hatten wir ja noch. Und die Gugel mit Pelzbesatz kann ich auch verkaufen. Und dann haben wir hier ja noch Dinge.
Eisenaxt, 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 Eisenaxt. Eisenmesser. Noch ein Eisenmesser, den Eisenspeer, die Holzschaufel, den Knüppel, den Kupferspeer, den Recurve-Bogen, Steinaxt, Steinmesser, stachelbesetzter Knüppel, die Steinspitzhacken. Das einfache Säckchen können wir auch verkaufen. So viel mehr Geld hast du eh nicht. Nope. See you soon. Neues Level, Diplomatie. Sehr gut. Und irgendwo fehlt Material. Also haben einmal Fähigkeiten. Romeo braucht man nicht. Sehr Verhandlungspartner haben wir. Inspirierende Rede. Hand des Königs. Kreative Buchhaltung, niedrigere Steuern, Kastellan. Das könnten wir mal machen, ne? So, dann muss ich gerade mal gucken, was denn hier fehlt. Der Küche. Pflaumen. Okay. Dann machen wir mehr Birnentarte, weil wir haben ordentlich Birnen noch, das weiß ich. Da kannst du so richtig mit durchstarten. So. Okay. Ja, wenn man es ganz realistisch spielen wollen würde, dann müsste man theoretisch erstmal heimreiten, bevor man das den Leuten verklickert oder bevor man die Einstellung macht. Also theoretisch dann halt an dem jeweiligen Gebäude müsste man das machen, ne? Weil natürlich gab es ja damals kein Telefon. Aber man kann es natürlich auch so interpretieren, dass ich nehme, glaube ich, gerade mal einen Tarntrank. Hier sind teilweise Bären noch mal unterwegs. Man kann es natürlich auch so interpretieren, dass ich den Leuten halt den Auftrag gegeben habe, wenn das ausgeht, dann macht das da. So in der Art. Also, dass sie im Prinzip wissen, was sie tun müssen in dem Moment, wo halt irgendwelche Ware ausgeht. Was ja auch nicht so ungewöhnlich ist, ne? Onward. Alvin! Wir haben Alvin gefunden. Ja, wie cool ist das denn? Alvin! Ja, wer die alten Folgen mit dem Tal nicht kennt, Staffel 2, der kennt Alvin natürlich nicht. Wer die Staffeln kennt oder die Staffel kennt, der kennt Alvin. Oder wer natürlich auch das Tal selber gespielt hat, der kennt Alvin auch. Ja. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Du bist also ein Jäger. Oh ja, Gisela hat mich ausgebildet. Die Beste der Besten. Das ist gar nicht mal so richtig. Die Gisela hat ihn nämlich weitergeschickt. Zu einem ihrer Vertrauten. Und was ist mit dir? Bist du der Zweitbeste? Schön wär's, noch nicht, aber ich bin ein recht passabler Jäger. Und du hast vollkommen recht, denn die zweitbeste Jägerin bin ich. Wow. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Helfen? Heutzutage trifft man nicht mehr viele, die dich fragen, ob du etwas brauchst. Aber einen davon kannte ich mal. Sein Name war Rassimir. Er hat mein Leben verändert. Was hat er getan? Wäre er nicht gewesen, wäre ich heute immer noch ein unglücklicher Landwirt und nicht der Jäger, der ich heute bin. Ehrlich gesagt ziehe ich die Feldarbeiterjagd vor. Wirklich? Langweilt sie dich nicht? Ich finde sie entspannend, aber ich freue mich, dass dieser Rassimir dir geholfen hat, deinen Weg zu finden.
Du solltest ihn unbedingt kennenlernen. Er lebt wahrscheinlich immer noch im Tal. Dort hat er seine eigene Siedlung aufgebaut. Wenn du einen Mann mit zwei verschiedenfarbigen Augen triffst, das ist er. Zweifarbige Augen? Das ist seltsam, aber genug geplaudert. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ach ja, die nach deiner Hilfe. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich auf der Jagd nach meinem Wie sind einige Pfeile verloren und könnte neue gebrauchen. 20 wären gut. Ich kann dir 20 Eisenpfeile geben. Danke, Rasimir. Ich meine, danke, liebe Fremde. Gern geschehen, Alvin. Ich meine, lieber Fremder. See you soon. See you soon. Jetzt redet er wahrscheinlich nicht mehr mit mir, ne? Genau. Cool. Schade, dass wir nicht zu uns ins Dorf holen können. Der gute Alvin. Haben wir den doch mal gefunden. Dann hat sich ja unser Weg gelohnt. Das ist schön. Ja, ich hatte gehofft, dass wir ihn ins Dorf holen können, aber... So, als zusätzlichen Jäger, aber das geht wohl nicht. Aber schön, dass wir ihn gefunden haben. Das freut mich. Dann hat sich der Ritt heute auf jeden Fall sowas von gelohnt. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch oben. Deswegen beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.